Wolfuß und Frank Buschmann melden sich heute vom Finale von einer Partie, die einiges verspricht. Es ist ein Spiel, über das viel geredet wurde. Doch nun zählt das alles nichts mehr. Jetzt kann das Spiel also beginnen. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Ja, Wolf, beide wissen natürlich, was hier auf dem Spiel steht. Es geht um viel, es geht um alles. Oder aber es geht nicht um die Wurst, es geht um den ganzen Grill. Endspiel. Ich glaube, da musst du als Trainer nicht mehr viel sagen. Da wissen die Spieler jetzt noch mal alles raushauen. Egal wie lang, wie anstrengend die Saison war. Und jetzt gucken wir mal, wer die Nase vorn hat. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Sie verlieren den Ball. Und hier wird uns ihre Aufstellung präsentiert. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt. Und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Schwegler. Jetzt könnte er flanken. Jetzt ist Platz für den Konter. Ganz energisch. Da kommt die flache Hereingabe. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Gute Aktion, gut geklärt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ballverlust. Schöne Aktion. Macht er gut. Klasse Einsatz vom Torhüter. Gut gemacht. Es herrscht immer eine ganz besondere Atmosphäre in diesem Finale. Ja klar. Klasse Pass. Ja, könnte was werden. Sieht gefährlich aus. Jetzt kommt der Schuss. Da ist das Tor. Jetzt haben wir ihn, den ersten Treffer in diesem Finale. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Es war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sie lassen den Ball gut laufen. Jetzt vielleicht. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Jetzt der Eckball. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Da ist die Chance für die Flanke. Sah gut aus, aber Ball ist weg. Sie erobern den Ball. Gute Aktion. Kann er was draus machen? Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Schwegler. Es gibt Einwurf. Noch ein Einwurf.
Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Achtung jetzt! Da gibt er Freistoß. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Was macht er draus? Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Ja, das ist vielleicht die Chance jetzt. Ball kommt an, gefährlich. Er zieht ab. Tor, alles offen. Klasse, wie sie hier zurückkommen. Und jetzt könnte dieses Finale natürlich kippen. Sie machen den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. Es ist alles wieder offen, zumindest was das Ergebnis angeht. Hier nochmal dieser Treffer. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1:1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. In diesem Finale. Schauen wir mal, wer jetzt den besseren Start erwischt. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Starker Zweikampf da auf dem Flügel. Der Ballverlust. Sieht vielversprechend aus. Klasse Aktion, Ball ist weg. Tolles Zuspiel. Macht er gut. Die Führung. Das könnte ein ganz wichtiges Tor sein, Wolf. Was hat der Kerl für ein Gefühl im Fuß? Er chippt den Ball über den Torhüter hinweg. So gut gemacht, da kann der Keeper dann auch nichts mehr halten. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Ja, das könnte was werden jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Die Riesenchance. Ganz lang macht er sich da gehalten. Jetzt die Ecke. Erstmal geklärt. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Die Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt.
Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Da verlieren sie den Ball. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Er gibt Freistoß, klar. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Erhebliche Torentfernung, das dürfte keinen direkten Abschluss geben. Jetzt der Schuss! Tolle Aktion vom Torwart. Ecke kommt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Ganz energisch. Schön gemacht. Jetzt, das ist noch gefährlich. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Jetzt der Eckball. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Sieht gefährlich aus. Ganz wichtig, da muss er hin. Gut geklärt, das war wichtig. Es läuft gut. Sie legen vorne, damit das auch so bleibt, kommt jetzt ein frischer Spieler. Klasse Einsatz, faires Tackling. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Super, wie Sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Tolles Zuspiel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Macht er gut. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Ecke kommt ins Zentrum. Ah, klasse geklärt. Könnte den Konter geben. 3 Minuten sind es noch. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Ja, das könnte ihre letzte... Er zieht ab! Den Ball hat er und damit hält er hier die Führung fest. Gleich ist aus. Das könnte für sie reichen. Schuss! Ganz stark abgeblockt. Ah, er kann klären. So, das ist ein Moment fürs Poesiealbum, für die Vereinschronik, auch fürs Vereinsmuseum, weil es gibt ja was dafür. Es ist ein schöner Moment. Ja, du willst doch vom Schleifchen ums Päckchen sprechen, ne? Nö. Es ist eben nicht nur das Schleifchen ums Päckchen. Es ist ein schönes Paket, was sie sich da geschnürt haben am heutigen Abend. So, hinten stehen die Ordner. Die Ordner sind so die einzigen, wenn ich es jetzt richtig sehe, die so ein bisschen Haltung bewahren. Aber auch die Fotografen, da ist auch so ein leichtes Bild spürbar. Ansonsten wackelt hier das Podest. Ja, bei dem Erfolg. Hier oben bei uns wackelt die Tribüne. Alles wartet auf den großen Moment, wenn der Kapitän vortritt und die Trophäe in den Himmel streckt. Und jetzt... Lass es raus! Lass es raus! Ach, das sind einfach schöne Bilder. Herzlichen Glückwunsch.
Leute, jetzt geht's zu den Fans. Was für ein Erfolg. Wie die jungen Hunde tanzen sie vor den eigenen. Ne? Da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Womit mit den Hunden? Super Erfolg, super Erfolg. Ein tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend. Sieht gefährlich aus. Jetzt kommt der Schuss. Da ist das Tor. Jetzt haben wir ihn, den ersten Treffer in diesem Finale. Sie lassen den Ball gut laufen. Jetzt vielleicht. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Ja, das ist vielleicht die Chance jetzt. Ball kommt an. Gefährlich. Er zieht ab. Tor. Alles offen. Klasse, wie sie hier zurückkommen. Und jetzt könnte dieses Finale natürlich kippen. Tolles Zuspiel. Die Führung. Das könnte ein ganz wichtiges Tor sein, Wolf. Jetzt ist es gefährlich. Die Riesenchance. Ganz lang macht er sich da gehalten. Macht er gut. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden.